Kuckuck, da bin ich wieder. Ja, so schnell kann das gehen. Was heißt schnell, ne? Ja, willkommen zurück. Jetzt aber mit Pokémon Karmesin. Das heißt also ein kleines bisschen Pokémon-Action gibt's jetzt. Oh, ich muss mal kurz mal die Switch noch ein bisschen leiser stellen. Ich hab ja, wann war das? Vorgestern habe ich hier ein bisschen gespielt. An der Switch, ne? Wenn ich dann halt über den PC spiele, dann spiele ich halt ja auch mit OBS, weil anders kann ich ja das Ding hier ja nicht abgreifen. So sieht es nämlich aus. Ja, Freunde, was ist beim letzten Mal passiert? Ich befinde mich jetzt hier in der Terra-Kuppel mal wieder. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, was passiert ist. Letztes Mal, als wir gespielt haben, das war an einem Freitagabend, da habe ich ja versucht, ein bestimmtes Pokémon zu bekommen, was ich ja leider on-stream nicht mehr bekommen habe. Und das war nämlich das hier. Ja, wie man sehen kann, ein Shiny Voltoball, Hisui-Version, also von Pokémon Legenden, die Regionalform. Ich habe ja vorher noch so eins gekriegt, was ja eigentlich das Falsche war, aber das habe ich ja schon. Was ja dann aber eher auftauchte, war das hier als Shiny. Haben wir ja dann auch direkt mit Meisterball gefangen. Und das habe ich ja dann mit dem Hyperball gefangen und was wir ja eigentlich ja jetzt schon seit geraumer Zeit ja machen, sind ja Legendäre mit einem Pokéball zu fangen. Mit Sogaleo und Suicune hat es ja super funktioniert. Sogaleo, wie viel? 67 Mal, glaube ich sogar. Versuche. Und ja, das Ganze natürlich auch weiterhin. Ich habe auch noch im Übrigen noch ein bisschen hingekriegt, den Pokédex vollständig zu bekommen. Und mehr glaube ich auch nicht. So, aber heute natürlich wieder... mal wieder Pokémon Legendäre fangen. Und wir haben ja noch so ein paar Möglichkeiten, die wir haben. Ich werde auch heute wieder Strichliste führen. Ne? Ich habe meinen Papierblock und meinen Stift mit dabei. Und mal gucken, ob wir jetzt in diesen gut 2 Stunden, die ich vielleicht noch mit euch hier noch so verbringe, es eventuellerweise hinkriege. Erstmal gehen wir zur Liga AG selbstverständlich, denn wie ihr wisst, ne? Wir wollen ja gute Bälle kriegen. Wir wollen mal gucken, wer so alles da ist. Ja. Gut, das war ja beim letzten Mal ja schon. Ja. Aber egal, wollen wir erstmal zur Druckermaschine kommen. So, und wollen wieder random Items drucken. Gib mir wieder mal 3 Versuche. Ja, und dann wollen wir mal schauen, ob das funktioniert oder nicht. Ich werde den Griff bringen, das war es ja genau. Und... jetzt gerade nicht so besonders. Was haben wir denn da so Feines? Nicht geradewegs gut. Ja gut, ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. 2-3 Wochen. Ne? Deswegen wollen wir mal kurz nochmal probieren. Sieht wieder nicht gut aus. Ist auch wieder nicht. Oh doch, ein goldenes haben wir. Sehr schön. Was ist das Goldene? Münzamulett. Guck mal. Münzamulett, auch nicht schlecht, ne? Trägt das Pokémon, das an erster Stelle steht, ein Münzamulett. Kriegen wir das Doppelte an Geld. Würde man sich wünschen, ob das so ein Real wäre, ne? Na gut, dafür müsste es auch Pokémon-Kämpfe geben, ne? Auch wichtig. Ist ja gar nichts gewesen. Stein, 2 Stück. Ovalerstein, Magnet. Oh, Magnet habe ich ja immer für Pikachu genommen, beziehungsweise Raichu. Nichts passiert. Schade. Schade, schade, Banane. Gut. Mal hier wieder rausgehen. In den Eingangsbereich. Mal zu gucken, was uns dort so erwartet. So. Denn wir haben ja hier den Mr. Mampf. Uns diese tollen Sachen uns ja, sagen wir mal, gegeben hat. Ja, ich möchte gerne eine Anekdote hören. Wie ihr natürlich wisst, von dem Typen kriegen wir, wenn wir die, ich entschuldige mich für Spoiler, für die, die halt immer noch nicht die beiden DLCs gespielt haben von Pokémon Karmesin. Es besteht die Möglichkeit, dass wir von ihm entsprechendes Futter bekommen für legendäre Pokémon. Und er weiß ungefähr, wo die halt auch sind. Diese Pokémon befinden sich aber nur in Paldea.
also in der Hauptregion, wo Kamezin und Purpur spielen. Und wir können bei ihm immer hingehen, um zu fragen, wo die natürlich sind. Ne? Also, ne? Wo die natürlich sind. So, wir hatten jetzt beim letzten Mal Suicune. Ich würde da mal sagen, wir nehmen mal, so sogar Leo hatten wir. Weiß nicht. Uma, nee. Nehmen wir mal Kobalium, komm. Was haben wir? Das ist ein Kobalium-Snack. Hast du schon mal von Kobalium gehört? Das ist ein sehr seltenes Pokémon, musst du wissen. Eine Nadel im Heuhaufen zu suchen, ist leichter zu finden. Wenn ich denn alleine den Namen Kobalium höre, werde ich ganz nostalgisch. Ich war noch ein junger Bursche, als es mir eines Tages auf meinem Abenteuer in Paldea vor einer Felswand hinter ihr runter direkt vor die Füße sprang. Vor lauter Überraschung war ich wie versteinert. Ob mein verdutzter Gesichtsausdruck Kobaliums Interesse geweckt hat, vermag ich mir nicht zu sagen. Jedenfalls lief es langsam los und führte mich zu einem berühmten Wasserfall ganz in der Nähe. Als ich mich bedanken wollte, verschwand es auch schon in einem Bambushain und war nicht mehr zu sehen. Mit diesem Snack im Gepäck zeigt sich ja auch deine Chance, ihm zu begegnen. Richtig Kobalium schön. Ja, wenn ich Kobalium grüße. Bambus. Bambus, ich glaube, ich weiß, wo er es meint. Hier ist nochmal das Gebiet mit dem Bambus. Wo war das nochmal? Ist nicht hier irgendwo? Nein, ne? Wo war das mit dem Bambus? Nee, Schmierheim war das nicht, ne? Gar nicht mehr. Wo war das Gebiet mit dem Bambus? Wo war das nochmal? Das nochmal. War das nochmal? Jetzt muss ich mal extra nachdenken, wo war das nochmal? Das war nicht hier, glaube ich. Nein. Hier war das nicht. Nein, in der Nähe war sogar ein Pokémon Center. War das nicht sogar hier? Müsste doch, oder? Nee, in der Nähe war ja sogar eine Basis von Team Star, stimmt. War das da nicht da? Müssten wir mal schauen, ne? Irgendwie habt ihr wahrscheinlich bemerkt, ich habe ja den Hintergrund geändert. Oh doch, ich bin richtig. Ich bin richtig. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ja, jetzt sehr interessant, wenn ich es jetzt gleich nicht finden würde. In der Nähe war ein Wasserfall, hat er gesagt. Nicht, dass er hier war. Dass es hier war. Also, das ist. Sind ja. Legendäre haben ja meistens keinen. Sehr häufigen Fällen ja kein Geschlecht. Aros. Drauf. Gespenst ist hier aber, ne? Und es hieß irgendwie beim Bambus, ne? Mach mal ein bisschen Musik mal lauter. Ne, das ist ein Tampel. Moment. Ach, ist gut. Im Wasserfall. Es muss da hinten irgendwo sein. Oh nee, da habe ich ein anderes Pokémon gefunden. Das ist nicht Kobalium. Aber ein anderes, legendäres. Und wisst ihr, was das Besondere dabei ist? Das kenne ich nicht, weil das nämlich in Schwert und Schild war. Uma! LOL, es läuft ernsthaft die Musik von Schwert und Schild, wenn wilde Pokémon auftauchen, ne?
Akuma, oh Gott, ja, dann geht's jetzt los, ne? Dakuma, so. 67 kriegen wir hin, ne? Ich habe vorher gespeichert, ne? Ja, habe ich, ne? Dann wird wohl nicht schief gehen, würde ich mal sagen, ne? Gott, das ist Level 30, ich kann es nur... Wenn ich es einmal antippe, wird es schon... Stirbt es schon, oh Gott. Außerdem wird es ziemlich leicht sein. Oh. Ist aber ganz schnell, ja. Ne, probier nochmal Hypnose. Scanner. Nein, ich mag Scanner nicht. Scanner ist scheiße, schützt sich nämlich. Wie Schutzschild. Nervig. So, geht daneben. So, die Masse und Scanner kann es. Kann es auch angreifen? Das ist halt auch so eine gewisse Frage. So, ist überhaupt... Oh. Geht ja super... Achso, ich habe ja einen Ball schon geworfen. Ne? Ja, das muss ich ja aufschreiben. Ne? Sollte ich mal notieren. Ja? Ich möchte gerne Hypnose... Soll ich es ohne Hypnose fangen? Oh Gott. Durchbruch. Ja. Eine Ewigkeit später. Und ich habe nur einen Ball bisher geworfen. Wenn es so weitergeht, schmeiße ich da einfach so Bälle, ne? Das sehen. Bitte. Kopfnuss, Durchbruch, Scanner und da heißt es jetzt doch mal. Grimasse. Das sind die vier Attacken. Oh, endlich, es funktioniert. Es wird auch jetzt dunkel. Das kleine Dakuma muss jetzt auch ins Bettchen. Eins. Und wieder ein. Das ist hartnäckig. Auf los! Boah. Ja, Scanner. Mag die Attacke nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ne? Mag die Attacke nicht. Und nochmal. Ha! Fehlgeschlagen! Scheiß auf Scanner! So. Ball. Ach ja, Moment. Das ist jetzt Nummer 3, ne? Ach, direkt ausgebrochen. Oh, es schläft mal noch eine Runde. Das ist sehr schön. Dann kann ich jetzt Ball Nummer 4 schmeißen. Eins. Ball Nummer 4. Es schläft immer noch. Oh, guck mal, jetzt schläft es aber länger, ne? Das kleine Dakuma weiß, ne? Oh, es ist sogar... es ist kein legendäres, oder doch? 5 Versuche! 5 Versuche für Dakuma. Julio! Oh. War nicht auf einer falschen Box, ne? Ne, da haben wir es. Ein Kampf-Pokémon. Level 30. Sogar eines der schwächeren, ne? Level schwächeren. Ja. Ja, gut. Gut, dass Scanner 5-mal nur funktioniert. Ne? Ist auch ziemlich naiv. Schläft gerne. Ja, guck mal. Hat aber nur ein bisschen gedauert, ne? So. Also. Dakuma hat jetzt einen neuen Rekord im Übrigen aufgestellt, weil Ho-Oh bei 6 war. Und Dakuma jetzt bei 5. So. Bin ich denn jetzt trotzdem noch Kobalium? Was ist ein Hutsasa? Guck mal, es hieß bei bekannten Wasserfällen. Das heißt dann wahrscheinlich da oben irgendwo, ne? Okay, viel zu gehen. Muss wahrscheinlich da oben irgendwo sein, ne? Oben ist es nicht, nein. Aber es könnte, wie gesagt, Seaspy... Moment.
Ach, schaut mal, wer da ist. Da ist es! Da ist Kobalium und... Guckt mal, wen wir hier gefunden haben. Ist aber auch schon lange her, ne? Halt schon mal Kobalium. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher. Ohohohohohohohoho! Wir sind aus dem DLC nämlich. Ganz zu Beginn hatten wir die ja im ersten Teil. Das möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Das ist auch schon. Das war ja im September letzten Jahres. Das ist also eins der 10 Wunder Paldeas, von denen ich so viel gehört habe. Ganz richtig, liebste Onea. Vor dir siehst du die sogenannten Furienfälle. Ja, sie ist auch so eine Furie. Die sind ganz. Ja, sie sind nicht so ganz beeindruckend, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber so mickrig die Wasserfälle auch sind, ich kann die Negativ-Ionen förmlich spüren. Eine echte Lady wie du weiß, lässt sich eben von nichts die Laune verderben. Von mir gehen nicht nur Negativ-Ionen aus, sondern regelrechte VIP-Ionen. Entschuldigung, das war eine Krähe. Kein Wasserfall der Welt lässt mich so entspannen wie deine Präsenz. Ulala. Nehmt euch ein Zimmer. Ach, Billy, wie recht du doch hast. Auf deine Ehrlichkeit ist Verlass. Oho. Wenn das nicht unser Vorzeigevertreter des Pöbels ist. Ich geb dir gleich Pöbel. Stimmt, das ist er. Die Geldnot steht ihm ins Gesicht geschrieben. Alter, ich werde die platt machen. Ich werde die platt machen. Mach euch platt, da hinten steht ein Kobalium. Ich fange es und dann macht es die tödlichste Attacke und dann seid ihr, dann erbe ich euer scheiß Geld. Als VIP ist es unsere Aufgabe, die Träume von gewöhnlichen Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. Als ob. In diesem Sinne, das hier ist für dich. 15 Riesenperlen. Und lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Mit Geld ist es irgendwie wie mit den Negativ-Ionen. Wenn man davon umgeben ist, bietet es einem Stabilität und Ruhe. Doch das Glück, das man dadurch erhält, ist flüchtig. Wow, wie tiefgründig, aber an einem Kind ist deine Weisheit garantiert verschwendet. Wie Perlen vor die Ferkuli. Wie dem auch sei, Billy. Als nächstes will ich an einem möglichst abgelegenen Ort, hörst du? Für heute habe ich genug von Sehenswürdigkeiten. Ulala, du hast dich wohl in kürzester Zeit an diese Sehenswürdigkeiten satt gesehen, was? Kein Wunder bei einer Vorzeige-Jetsetterin wie dir. Wie gut, dass ich den perfekten Ort für diesen Fall kenne. Er liegt auf der Grenze zwischen der südlichen Zone 5 und der südlichen Zone 1. Wenn wir eh wieder vergessen haben und wir werden sie zufällig mal wiedersehen, so wie jetzt. Die habe ich jetzt auch gerade nur zufällig entdeckt. Obwohl es davon schon Poke-Wiki-Eintrag gibt. Und ich habe jetzt gedacht, ich kämpfe gegen die... Das ist doch langweilig gewesen, aber gut, ja, 15, das ist... Ja, warum nicht, ne? Warte, ich nehme eher Top-Aether. Natürlich auf Hypnose, was denn sonst? Ich könnte auch eigentlich Top-Elixier nehmen direkt, ne? So, und dann natürlich noch einen Trank. Oh, ich habe keine normalen Tränke mehr. So. Ja, Kobalium. Grüß dich. Guck mal, siehst du, zwei Legendäre direkt auf einmal. Was mal nicht mal toll ist. Ja. Valium. Valium, ein bisschen komisch geschrieben, aber egal. So, los geht's. Hört ihr die Musik? Hört ihr die Musik? Ah, die habt ihr vor wenigen Wochen hier noch gehört, ne? Mal ganz kurz erwähnen, ne? Okay, dann machen wir mal. Hypnose! Geht daneben, dachte ich nur schon. Riesenschädel. Ey, scheiße. Ja, die Schwäche von... Gardevoir. Stahl. Aber es ist Level 70, wir könnten es... Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Das ist auch wieder so eine Sache. Aber komm, wir probieren es. Versuch Nummer 1.
Nein! Ist nicht wahr! Ist nicht wahr! Ein Versuch! Das, bitte klippen. Oh mein Gott! Ja, Rekord aufgestellt, ne? Ein Versuch. Also, wir können schon Feierabend machen, ne? Ich auch kein Problem mit. Oh mein Gott. Alter. Ja. Akuma 5-mal, Valium 1-mal. Ja. Wer hätte das gedacht, ne? Alter, ja. Alola-Viecher lassen sich schwieriger fangen, ne? Alter Verwalter. So, wen nehmen wir als nächstes? Oh, wen haben wir denn so noch? Komm, nehmen wir wieder was Kanto-mäßiges. Komm, nehmen wir den Feuer. Ne, Feuer? Zapdos oder Lavados? Nehmen wir Zapdos. Das ist ein Zapdos-Snack. Ja, jetzt erzählt er mir den gleichen Kram. So, ich war noch ein Junge, als ich eines Tages an der Spitze eines Leuchtturms in Paldea in weiter Ferne eine Stadt betrachtete. Aus heiterem Himmel wurde ich von einem wolkenbruchartigen Regenfall überrumpelt. Nichts wie runter, dachte ich mir sogleich und wollte den Abstieg im Angriff nehmen. Doch just in jenem Moment tauchte ein Pokémon von gewaltiger Kraft in einem Lichtkegel auf und düsterte pfeilschnell an mir vorbei. Es war Zapdos, da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, ich muss jetzt alle Leuchttürme durchsuchen in Paldea. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, ich war schon richtig. Wo haben wir den ersten Leuchtturm? Ein Leuchtturm? Ne, stiller Strand. Aussichtsturm. Ich meine ja Leuchtturm, ne? Es kann nur Fermanka City sein. Es kann nur Fermanka City sein. Lache, wenn da jetzt Zapdos steht. Höre Gierspenst. Es kann nur Fermanka City sein. Ist da oben. Oh, Kramuxes. Hallo. Na, Irse? Von euch will ich nichts. Wenn es jetzt hier nicht ist, dann muss es ein nächster Aussichtsturm sein. Ich lach gleich, wenn dann... Nee, ist nicht. Ja, ganz schön hoch hier, aber... Nee, ist es nicht. Schade. Warte mal, es gibt noch einen Aussichtsturm. Nicht da mehr. Steht nicht hier sogar irgendwo so ein Aussichtsturm? Nein. Aussichtsturm. Ja, hier Aussichtsturm, genau. Hätte ja sein können, ne? Also, oh, weiter. Ach, oh, sehr schön.
oben. Da guckst du halt. Nee, warte mal. Ach, schon ein bisschen creepy, ne? Digi, grüß dich. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Willkommen im Stream. Einem spontanen Late-Night-Stream. Ja gut, was heißt Late-Night? Ich bin seit fast 3 Stunden live. Vorher noch den nachgeholten Stream, Sims-Stream von gestern euch noch ein bisschen makhaft gemacht. Noch nicht ganz oben. Und jetzt suche ich gerade nach legendären Pokémon. Vorhin Kobalium gefangen. Kobalium ist ja eines der legendären aus Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß 2. Mit einem Pokéball gefangen. Mit einem Pokéball. Nein, ist hier nicht. Schade. Dann müssen wir weiter. Müssen wir weiter. Dann. Ist das überhaupt da aus? Digi, wie geht's dir? Bist du gut in den Samstag gekommen und hattest du einen schönen Samstag? Sag ich euch, ist kein Aussicht. Das könnte aber auch. Warte, nicht irgendwo eins in der Nähe? Warte mal, ich will noch mal gucken. Ich will noch mal genauer gucken. Und dann noch so ein bisschen. Ja, waren fleißig eingekauft, gebacken, geräumt. Gebacken! Es gab. Was habt ihr denn. Was habt ihr gebacken? Da auch noch nicht so sicher. Ich weiß, ich war da schon an dem Leuchtturm, aber ich habe so ein komisches Gefühl, dass es vielleicht doch hier in der Nähe ist. Und vielleicht steht dann Zapdos. Uno, dos, Zapdos. Nee, uno, ja, uno, dos, tres. Zapdos. Du kommst. Ist nichts. Rübelkuchen für morgen. Die Mama von meinem Freund hat Geburtstag. Ich habe einen Rübelkuchen von mir gewünscht. Cool. Also morgen auf einem Geburtstag. Ah, okay. Ich habe auch schon gesehen, so ein paar Leute von mir aus meinem Facebook-Freundeskreis habe ich schon gesehen, haben heute auch Geburtstag. Super. Da muss hier doch auch noch irgendwo so ein Aussichtsturm sein. Obwohl, warte mal. Aussichtsturm. Da kann es nur der da hinten sein, ne? Wir gleich einen Zapdos sehen, ne? Dann flieg ich aus. Das ist ja richtig cool. Ist heute ja richtig fleißig gewesen. Ja, heute wäre bei mir normalerweise, würde ich jetzt heute hier nicht sitzen. Dieser Stream ist jetzt, so sagen wir mal, etwas spontan. Hab halt ein bisschen überlegt, ob ich mir so gesagt habe, ja, streame ich heute nicht. Aber dann ist mir, dann habe ich mir auch so gedacht, naja, gut, ich bin ja euch Viewern meiner Community ja auch noch einen Stream schuldig, einen Sim-Stream nämlich. Und hab dann gedacht, okay, gut. Und ich habe mir so gedacht, ja gut, die 2 Stunden Sims mache ich jetzt nicht unbedingt nur. Und dann gibt es danach noch ein bisschen was anderes. Habe erst überlegt, ob ich vielleicht noch mal 2 Stunden Sims reinhaue. Aber ich habe mir so gedacht, ja, vielleicht nicht wieder ein bisschen Pokémon Karmesin. Ne? Ein paar Legendäre fangen mit dem Pokéball. Wir haben heute praktisch 2-mal meinen persönlichen Rekord gebrochen. Einmal habe ich einen Dakuma aus Schwert und Schild gefangen. Dieses kleine, undermäßige oder keine Ahnung, was das für ein Pokémon genau sein soll. Ja, Panda-mäßige Kampf-Pokémon mit 5 Versuchen, mit 5 Pokébällen. Und dann habe ich Kobalium halt gefangen mit einem Versuch. Ja. Sachen gibt's, ne? Ja. Als ich jetzt gehofft hätte, das wäre ein Pokémon gewesen. Nee, das war nicht so. Ein Dünnesel. Mit einem Merrill? Wie viele Schweine raten? Game Freak. Ist doch Game. So, wo haben wir denn noch Aussichtspunkt der südlichen Zone 3? Jetzt suchen wir halt nach Zapdos. Kennt ja jeder, der Pokémon Rot, Blau oder Gelb gespielt hat. Vielleicht auch sogar Grün, ne? Hat sich so gedacht, so auf Japanisch, warum nicht, ne? Aber Rot, Blau und Gelb. Oder vielleicht sogar Pokémon Let's Go Pikachu oder Evoli, ne? Den suchen wir jetzt nach einem Zapdos. Uno Zapdos. Heiß. Und es soll auf einer Aussichtsplattform sein. Ein Aussichtsturm.
Auch nicht. Hier ist ein Gierspenst weiterhin. No. Waren die drei auch in Gold und Silber? Nee. Die waren nur in dem Remake, glaube ich, sogar. Arctos, Zapdos, Lavados waren, glaube ich, nur in Gold und Silber, in Hard Gold und Soul Silver. Ne? Leuchtturm am Chucharito. Ich glaube nicht, dass es da ist. Warte mal. Die waren im Remake halt, also in Hard Gold und Soul Silver. In den Haupteditionen war, also in Gold, Silber, Kristall waren die nicht. Da waren sie leider nicht. Oh Gott. Der Rico-Quart, wo alles angefangen hat. Wo alles angefangen hat. Moment. Und warum schläft das? Ich sehe es gerade, nur durch Tausch. Ja. So. Und jetzt. Hallöchen, Zapdos! Erstmal speichern. Genau, da waren die wieder auf der, ja, fast überall, glaube ich, gleich, ne? So, Zapdos! Scheiße, ich habe Dingens vergessen zu heilen. Okay, machen wir mal schnell. Supertränke rein. Super, Hypertränke und Toptränke und so. So, haben wir nochmal ein Elixier rein. Mal alles, haben wir alles. So, nochmal speichern. So. Und jetzt bitte, hört auf die Musik. Ich liebe diese Musik. So. Den Rekord können wir jetzt nicht knacken, aber zumindest halten. In einem Versuch. Geht ja schon gut los, ne? So, dann wollen wir mal. Lustigerweise nicht irritieren, dass da oben schon Pokéball ist. Ich hab's durch den Zauber, durch den Wundertausch schon mal gekriegt. Da hab ich, glaube ich, von Let's Go sogar rüber. What? Okay, Versuch Nummer 1 ist durch. Oh, das wird heftig. Ja, die Kantosücher lassen sich ja nicht so einfach. Versuch Nummer 2. Mal gucken, also ich habe leider ja nicht Arctos aufgeschrieben. Arctos hat aber auch ein bisschen lange gedauert. Von den Vögeln ist im Moment Ho-Oh. Oh. Im Moment so Rekordhalter, was 5 Versuche angeht. Oh Gott, das kann auch Scanner. Ey, wollt ihr mich heute verarschen oder was? So leicht noch so die eigentlich würde es jetzt eigentlich runterfallen und dann könnte man es fangen, ne? Dass man so 50 KP verlieren, weil es runtergefallen ist. Das war direkt schnell aufgewacht. Blitzkanone. Sehr gut, Gardevoir. Sehr gut. So. Blitzkanone. Das schon mal erwähnt. Schon bei Dakuma schon scheiße. Unterfallen, Schädelbasisbruch, lebend, tick runter, bewusstlos, tick oder wenn das mal so wäre, ne? Naja, ist es nicht so. So, versuchen wir 4. Zumindest kann es, sagen wir mal, auf Platz 2 landen. Platz 1 ist nicht mehr. Platz 1 ist nicht mehr zu schlagen. Das ist Kobalium gewesen mit dem. Also mit dem 1. Ich muss das, wenn das noch niemand getippt hat, würde ich das mal tippen. Ohne Witz, also. Oh Gott! Das schicke ich dann zu Stream Clips Germany, ohne Witz. Oh, ich sag, das ist wieder wach geworden. Hehehe. Auch nicht, wa? Ja. Also Blitzkanone, Scanner.
30 Level Abstand, aber trotzdem scheiße. So, Blitzkanone, Donner und Scanner. Was ist die vierte Attacke? Bohrschnabel? Magnetregler, okay, kenne ich nicht. Aber muss wahrscheinlich mit einer möglichen Paralyse wahrscheinlich mit dabei sein. Ne? Irgendwie sowas. Ich müsste dir eigentlich noch einen bestimmten Dingens, ich müsste dir eigentlich noch einen VIP-Dingens geben, weil du ja auch Teil der Hanafuda-Crew ja bist. Ja, Ausrufezeichen hier in den Chat. Ja, da müsstest du auch noch, da muss ich auch noch dran denken. Warum mache ich das? Warum bin ich ja sowieso geradewegs wieder dabei, einen Wochenplan zu basteln? Mal ausnahmsweise nächste Woche eine ganz normale Streaming-Woche geben. Nach langer Zeit, mal wieder. Montag, Mittwoch und Freitag. Und Samstag nächste Woche, dann aber auch geplant. Ja. Ja, das sind jetzt zweimal hintereinander. Also gut, jetzt ist siebter Versuch jetzt gewesen. Mal habe ich noch 6 Stück. Ich sehe das gerade wirklich. Ich muss ja immer auf den Monitor bei OBS gucken. Ne? Versuch Nummer 7. Versucht schon wieder Magnetregler zu machen. Blitzkanone ist nur 5-mal, wenn ich noch in Erinnerung habe. Ne? Donner müsste, glaube ich, 15 oder 10-mal sein. Scanner ist auch nur 5-mal, deswegen ist es nicht mehr eingesetzt. Magnetregler, keine Ahnung. Das heißt, wir spielen hier auch auf Zeit. Ne? Allerdings bei Legendären mit solchen Attacken, die halt wirklich nur so zwischen 5 bis 15, wenn ja auch bis 20 Angriffspunkten sind, da tickt halt auch die Zeit runter, ne? Weil dann irgendwann macht es Verzweifler, schlägt sich selbst, ne? Im schlimmsten Falle wie bei sogar Le... Oh, das war der 8. Versuch. Das war der 8. Versuch. Oh. Das war der 8. Versuch. War schnell. Aber wir werden heute eine kurze Session machen, glaube ich, oder? So, dann kehren wir mal zurück zur Blaubeerakademie, zum lieben Mr. Mampf. In der Zwischenzeit schütte ich mir mal ein Wasser ein. Ist noch Flasche leer? Leer. Schön das Zischen gehört. Eine kühle Nass. Ja, Flemming, also. So, ja, die Belohnungen muss ich ja noch, ich muss noch Gruppenmissionen machen. Also solltet ihr zufällig, wie gesagt, Karmesin oder Purpur spielen wollen, dann müssen wir halt mal gucken, wann man sich mal da mal ein Datum zurechtlegen kann. Also live werde ich das jetzt ja wieder kommenden Mittwoch spielen, wenn sich nichts ändert. Dann wollen wir mal gucken. So, also. An diese ganzen Snacks hier, ich würde mal sagen, jetzt dann nehmen wir Necrozma. Das wäre es jetzt halt mal. Oh. Okay, ich war noch ein junger Bursche, als ich unter einem Wasserfall in Paldea Meditationsübungen nachging. Da fiel mir auf, dass Necrozma mich von weit oben mit seinem Blick förmlich durchbohrte. Angriff ist die beste Verteidigung, dachte ich mir und stieß einen ohrenbetäubenden Schrei. In der Tat ergriff es sogleich die Flucht. Mein Schrei war derart kraftvoll, dass auch eine Herde Kronjuwel in der Nähe unverzüglich Reis ausnahm. Kronjuwel. Das ist ein Tipp. Das kann überall sein. So, also. Das kann hier sein. Weil hier ein Wasserfall ist. Ja? Und das ist noch so alt. Das ist jetzt aber hartnäckig.
Oh, guck mal, hier gibt's Voltobälle. Kronjuwelt gibt's fast überall, ne? Es wurde halt nicht gesagt, was für ein Kronjuwelt, ne? Das ist halt wieder so eine Sache, ne? Also Necrozma wäre jetzt so das nächste Pokémon, was ich machen würde. Das wäre nämlich wieder Gen, also das wäre dann diesmal, wie heißt? Ultrasonne, Ultramond. So, also, was sagt er nochmal? So. Wasserfall in Paldea. So, wir haben sehr viele Wasserfälle in Paldea. Das ist halt jetzt die Sache. Meditationsübungen nachgehen. Da fühlt mir das Necrozma, was mich von oben seinen Blick förmlich durchbohrte. So. Ein Schreiber derart kraftvoll, dass auch eine Herde Kronjuwild in der Nähe unverzüglich Reis ausnahm. Das ist... Oh, das ist ein Tipp, aber so vage, ne? Eieiei. Na gut. Ich würde dann wirklich erstmal am Calderosee erstmal beginnen. Da oben am... Warte mal, da müssten wir aber auch wirklich hier auch oben am Calderosee dann halt auch hin. Da ja halt vor allem Wasserfälle, da Wasserfälle sind, da müssten wir da oben gucken. Wenn es da nicht ist, muss ich mal nachdenken, wo es noch Wasserfälle gibt in Paldea. Vielleicht finden wir auch zufällig ein anderes legendäres. Mysteriöses, sag ich mal. Eher wohl legendäres. Und wollen wir mal weitersehen. So. Okay, so hier haben wir es nicht vor. Raptor. Die Feder. Dann gehen wir jetzt mal hier nach oben. Und hier so. Ich hätte mir das ja schon hier mal sehen müssen. Jetzt mal hier oben. Ah, shit. Ah, nein, da wollten wir. Ah, nein! So, jetzt nach oben. Nee, hier nicht. Oder vielleicht... Nein. Waren ja auch keine Kronjuwelt. Hier sind Wasserfälle. So. Ich habe halt einen Sisukitz gesehen, aber kein Kronjuwelt, ne? Weiter oben. Nee. Das ist ein Flamingo. Lichlor. Hier ist es nicht. Dann kann es hier nicht sein. Ist hier nicht. Ja. Ems, ja schön und gut. Ich nicht. Gut, wo könnten jetzt noch Wasserfälle sein? Müssten wir jetzt mal gucken, da müssten wir jetzt erstmal fliegen. Erstmal wissen, wo sind Kronjuwelt. Ja. Jetzt da hinten gucken, da kann es aber nicht sein, weil da hätte ich sie schon längst gesehen. So.
Da ist zum Beispiel noch ein Wasserfall. Da könnten auch wilde Kronjuwild sein. Ja, das steuert sich gerade wie so ein Flugzeug, glaubt man. Ja. Wird nicht besser. Wird nicht besser, sage ich jetzt schon. Ja. Wie es dann halt vibriert, das ist so, durchgehend nach unten geht. Nee, das will ich wieder das will ich vermeiden, dass ich so praktisch an den. Wo wollte ich das machen? Ah, gut, dann klemmen wir uns. Oh, what the fuck? Und? Ist keine Cosma. Weiter nach oben. Ich sag ja, wenn auch gleich ein anderes legendäres auftaucht, ist auch nicht schön. Weil wenn wir es finden, auftauchen muss es ja nicht. Wir müssen es finden. Ja? Auch ziemlich komisch. Hier ist auch ein Wasserfall, ne? Das Segel, ich. Dann müsste praktisch alle Wasserfälle halt in Frage stellen. Dann müssten wir alle Wasserfälle jetzt erstmal in Frage stellen. Und mal gucken. Da natürlich dann auch ein, wie gesagt. Goggle. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo ein legendäres ist. Hier ist nur Carpador. Gut, hat sich das erledigt. Und weiter ist jetzt hier nicht mehr mit. Wo könnte noch ein Wasserfall sein? Wir sind auch keine Kronjuwelt, ne? Das muss ich auch nochmal klarstellen. Könnte, ne? Dass er ein Berg ist und alles, ne? Guck mal da, nördliche Zone 3. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh nein, das sieht hier nicht nach Wasser. Doch, hier ist ein Wasserfall. Guck mal, hier ist ein Wasserfall. Aber jetzt habe ich hier keine Kronjuwelt gesehen, ne? Bei Gesizu Kids. Wo Sesukids sind, sind auch Kronjuwelt. Ah! Immer so schwer, ne? So zu steuern und dann nach oben, ne? Und ja, in die An. Und sowas, ne? Du musst. Alter! So, nochmal. So, jetzt! Oh. Mit dieser Kameraperspektive, ne? Und schlimm, ne? So. Also, theoretisch. Das ist theoretisch, aber das ist praktisch, ne? Weil ich wäre jetzt nicht gern runtergegangen. Ach, der Donnerblitz. Guck mal. Finden wir hier einfach mal so ein Pokémon, ne? So ein legendäres.
Höhle. Oh, eine TM. Großstoß, okay. Ist zum Beispiel noch ein Wasserfall. Oben kann es nicht sein, nein. Da ist halt nur ein Gierspenst. Aber hier sind Sizzle-Kids und da ist auch ein Kronjuwelt gewesen. Ja, das ist heißt schon eine Menge, ne? Aber trotzdem. Wo ist es dann? Wo ist es dann? Waren wir ja schon, ne? Ein Wasserfall? Dann waren wir schon, hier war ja Arktos, glaube ich sogar, ne? Ist das gar nicht mehr. Hier war, glaube ich, Arktos. Also da hier oben war Arktos. Ein wildes Quacksee? Halluziniere ich nur wieder. Ich halluziniere ich nur wieder. Hier ist ja dann schon. Nein! Ach nee, ich wollte schon sagen. Och Gott. Näbke! Das ist mich gerade erschrocken. Ich hätte gerade wieder einen Shiny gesehen. Hier sind Schniepels. Ein Bronzong. Ein Tompon. Da waren wir vorhin, ne? Genau, da bei dem Wasserfall waren wir vorhin. Ist kein Wasserfall. Ist kein Wasserfall. Nicht mal irgendwo. Aber auch kein Pokémon ist. Ach, zack, finde ich ein Pokémon. Ich glaube. So. Hier wäre noch die Möglichkeit, ne? Hier. Können wir mal da gucken. Hier fängt der Wasserfall an, aber dann müsste es da oben sein. Was ist denn da so ein Krosma? Bin gefroren. Oh, das wird einfach. Oh, ich wollte schon sagen, das Schild wäre Necrozma. Das wäre es jetzt. Das, oh, Gardevoir. Hallo. Also, oh, hallo. Nein. Aber nee, der Wasserfall ist viel zu klein. Der Wasserfall ist viel zu klein. Oh, Gottes Willen, Spiel. Beruhige dich. Der Wasserfall ist viel zu klein. Der Wasserfall ist viel zu klein. Nein, da wird kein Necrozma sein. Hallo, ich bin... Danke. Ich bin am Ziel angekommen. Gucken, wo es noch anderswo Wasserfälle gibt. Auch eventuellerweise noch so ein paar Kronjuwels sind. Kronjuwels, das sind ja die, ist ja die Weiterentwicklung von Sizzle Kids, diesen kleinen Kids halt. Ja, und dann gibt es ja halt Kronjuwel, das ist ja
Hey, hier. Da gibt's auch so ein... Ja, oder? Da hab ich hier keinen... Ja, hab ich keinen Wasserfall gesehen. Aber da gibt's einen Wasserfall. Da gibt's einen Wasserfall. Genau, da, guck mal. Da müssten wir gucken. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Wenn wir da gleich ein Crossma finden sollten, dann sind wir richtig. Wenn nicht, dann ja, sind wir nicht richtig. Das ist ich ja noch verstanden. Du da noch auf, muss ich sagen. Könnte da aber da oben sein, ne? Mal vorschlagen, wenn ich so bis 20 vor 12 es nicht habe, würde ich. Ach, guck mal, die Trumps. Das ist ein Ball. Okay. Würde ich mal nachschauen, wo es genau ist. Ich muss nicht genau nachschauen, wo es ist. Ist auch schon die Arena in der Nähe. Und wieder hier, ne? Das ist. Ist auch geradwegs nicht gut. Nein. Ich hier wieder weg. Oh, es gibt einen Raid. Hallo, hallo. Das ist ein Raid. Ja, das ist eine Chai. Hallöchen, schönen guten Abend. Na, wie waren die fallenden Helden? Die fallenden Menschen? Wir sind gerade dabei, weiter Legendäre mit Pokébällen zu fangen. Und ich möchte mit Stolz verkünden, liebe Chai, ich habe Kobalion mit einem fucking Versuch gefangen. Muss damit angeben, tut mir leid. Ich hab echt Kobalion nur mit einem Pokéball gefangen. Nur schlechte Spiele. Ja, ich habe Kobalion nur mit einem fucking Versuch gefangen. Das Pokémon Dakuma aus der aus Schwert und Schild. Dieses legendäre, das kleine, knuffige Karatevieh. Das habe ich mit 5 Versuchen gefangen und Zapdos habe ich vorhin mit 8 Versuchen gefangen. Jetzt suche ich nach Necrozma, aber das Problem ist, ich muss nach einem Wasserfall Ausschau halten und Paldea hat eine Menge Wasserfälle. Und da muss ich nach einem Necrozma Ausschau halten. Und es müssen in der Nähe auch Dingens sein. Ich bin selbst erstaunt gewesen, ne? Ich habe noch nicht mal den Clip gemacht. Also, das hat jetzt, glaube ich, keiner den Clip gemacht. Aber mit dem Lego bist du fertig geworden mit dem Bild? Jetzt endgültig fertig geworden? Ich habe das ja noch so mitgekriegt, bevor ich gesagt habe, hallo von meinem Ehemann, der darf nicht an deinem Chat schreiben. Wie? Ach ja, stimmt. Ja, ist ja nur Follower only. Moment, ich muss mal ganz kurz was machen. Ein Moment. Ich regel das. Moment, ups, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Habe ich gerade aus Versehen mein Vollbildprojektor abgeschaltet? Moment. So. Jetzt darf er schreiben. Aber ich habe das immer zur Sicherheit an, falls nicht irgendwelche... ihr wisst ja, ich mache ja noch andere Dinge. Nee, Telefonnummer. Ach so, ja. Ich mache da jetzt keine Ausnahmen. Ne? Also tut mir leid. Also er muss seinen Twitch-Account mit einer Handynummer dingsen. Und hier ist jetzt auch... Ne? Deswegen... Ich habe massiven Auflauf von Dick da entdeckt. Selber schuld, wa? Ja. Wo sind Diktas? Wo? Ich sehe keine Diktas. Hallo? Das ist auch ein Wasserfall, aber den kann ich komplett vergessen. Oh, da. Oh, ist ein Shiny dabei? Komm, ich habe ja nur einen Schillerpin, mehr auch nicht, ne? Warte mal, wenn ich jetzt sagen würde... Na. Hallo? Ich habe gesagt, bis 20 vor würde ich mal sagen. Also ich werde jetzt noch 18 Minuten suchen. Wenn ich es jetzt nicht so finde, gucke ich auf eine Karte. Wirklich die Zone 2. Würde ich es nie im Leben finden. Also es ist... Hallo.
Ach ja, ich habe ja meine Probleme mit dem Pokémon der Edition. Also, ne, ich möchte noch mal ganz kurz mal gerne noch mal Sogaleo zeigen, ne, hier. Sogaleo. Versuche. Also. An 67, warte mal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ja, 67 Versuche. Und ich musste einmal resetten, weil sogar Leo Attacken hatte, mit denen es sich selbst, also mit dem es halt ein Rückschlag, ne? Und du bist mit dem Lego fertig, das hört sich toll an. Das hört sich toll an. Wie gesagt, an dein Männer, das ist, glaube ich, ne? Alleine das Bild an sich sieht ja gut aus. Ja. Glänzen da hinten? Achso, das sind die Berge selbst, ne? Theoretisch könnte es auch hier sein, wo ich Kobalium und Dakuma gefunden habe, ne? Nee. Das ist auch noch ein Wasserfall. Mach da noch Foto für Discord. Sehr schön. Aber bitte da nicht fallen lassen, ne? Kannst du es sogar auch richtig aufhängen? Also, weil du da ja schon so einen Bilderrahmen gemacht hast, kannst du es dann auch richtig aufhängen? Das war eigentlich die Frage, die ich eigentlich noch im Chat stellen wollte, aber warum habe ich sie nicht gestellt? Ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwie guckt man hier ab. Ja? Da. Ist ja heftig. Was habe ich denn da gerade für ein kleines Pokémon gesehen? Oh mein Gott. Ich habe die Weiterentwicklung von Buddybree gesehen. Das ist nur eine Pflanze. Als nächstes wird Shiny Titan. Genau, als nächstes die Titan. Nein. Ja, A teuer und B riesig. Das ist wirklich riesig. Ist schon die Grenze, ne? Hier gibt's. Ah, Dragoran! Alter! Gut! Schreckst du mich? Ja, gegen mein Gardevoir kommst du sowieso nicht an. Danke, dass du mich für mich machen kannst, liegen gelassen hast. Ich kann nicht. Jetzt so die Frage, was hat der Chat gestimmt? Moment, kommt. Ja, hier gibt's keine Krosma. Es gibt Dragorans, aber keine Krosma! Hallo? Guten Kamera. Wasserfall ist auch da unten. Oh, hallo. Ist schlimm, ne? Bisschen ein Flugsimulator spielen. Ey. Dann wird es jetzt hier stehen, aber hier steht es auch nicht. Kann ich eigentlich auch vergessen, ne? Hier kann. Auswegslos, okay. Da mach ich den Platz. Wenn du gewesen wärst. Ach scheiße, ich habe keine Meisterbälle mehr, ne? Ein Dick da. Ja. Dickes Raichu da? Ne. So Raichu gibt's ja auch wohl, ne? Also hier kann ich generell mit nichts mit. Wasserfällen rechnen. Da ist ein Wasserfall, aber dann hätte ich es ja sehen müssen, als ich Zapdos gesucht habe. Ah ja, wenn wir ein anderes sehen, nehme ich das auch gerne, ne? Wenn ich mein Wasser uns so fast aufgesucht habe, ich glaube, Golden war das, ne? Das macht gerade wieder richtig Fun, halt einfach mal die Legendären zu suchen. Und dann Pokebälle zu schmeißen, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt erst, keine Ahnung, nicht mal 20 Pokebälle heute verballert. Ne? Im Gegensatz zum letzten Mal. Aber gut, ich muss da einmal resetten, weil ich das sogar Leo sich selbst umgebracht hat. Also, das war dann nicht meine Schuld, das war dann die Dummheit von sogar Leo. Ja. Echt, ey. Kobalio mit einem Wurf, ne? Das ist, oh. Ich muss mir gleich echt die Stelle nochmal angucken und dann einen Clip machen. Das ist so bescheuert, ne? Das ist so bescheuert. Ich habe ja vorhin ja noch den Sim-Stream von gestern nachgeholt.
Und für die, die wahrscheinlich noch dazugekommen sind und nichts davon mitbekommen haben, ihr könnt gerne Ausrufezeichen Umfrage in den Chat eingeben. Da gibt es nämlich eine Umfrage bezüglich dieser Twitch-Streams hier, die ich mache. Da frage ich euch ein bisschen was zu gewissen Formaten und alles Mögliche. Und könnt ihr gerne eure Meinung bzw. eure... Och, nehme ich! Och, Reshiram nehme ich auch! Reshiram nehme ich auch! Das ist Reshiram, ja, das ist Reshiram, ne? Das ist Reshiram. Reshiram. Reshiram nehme ich auch. Ich wollte Zikrom haben, aber dann nehme ich Reshiram. Habe ich auch kein Problem mit. Ablu, nein. Zu Reshiram. Ah, Moment, bevor ich das mache. Das Magado war auf. Jetzt nehme ich den Bart dran, meine Güte. So. Und natürlich wieder einmal Elixier. Zum Pokémon-Zimmer. Nein! Nein! Ich wollte da drauf drücken und dann wollte ich R drücken. Oh! Stehen geblieben. Da ist eine TM, die nehme ich dann an. Reshiram, zeig ich doch. Nein, komm. So. Turboband. Lodada au. Ja, auf geht's, let's go! Okay. Ich kann ja nichts sagen, aber die Musik ist irgendwie lame. Lavados nehmen soll. So. So, Reshiram, denk dran. Kobalium hat einen Rekord, was die Einalviecher angeht, aufgestellt. Ne? Ein Versuch. Mach dem nach. Komm. Ja, Kobalium bleibt einzigartig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kobalium bleibt einzigartig. Versuch, ne? Also, ach ja, niemand kann mehr Kobalium, also entweder mit Kobalium gleichziehen oder ja. Geht nicht mehr anders. Kobalium, ein Versuch, aber das ist dann auch wirklich gewesen, ne? Ein Versuch. Ja. Mal gucken, vielleicht wird das Pokémon heute, also bisher, Zapdos mit 8 Versuchen war am längsten. Dann Dakuma mit 5. Ja. Also vielleicht zieht es mit Dakuma an. Ich weiß, es steht. Ups und. Weiß es ja nicht. Kann ja passieren, ne? Wie ist die Musik? Keine Ahnung. Ja. Gut, ich habe ja die legendären in Schwarz und Weiß, in Weiß 1 und Schwarz 2 nicht gefangen, ne? Schön alles aufgelegt. So, Flammenwurf, Kreuzflamme. Die andere Artikel noch nicht vergessen. Ne? Es wird Zeit für einen Top-Trank. Also, hm? Ich hätte das auch machen können, wenn es schläft, aber ich glaube nicht, dass es. Darauf habe ich nämlich gewartet. Mal noch 9 Mal? Und es trifft nicht, ich glaub's auch wohl nicht. Ja gut, Feuersturm. Feuersturm ist auch nur 5 Mal, ne? Also wollen wir keine Gedanken machen.
könnte dann, wenn Gardevoir drauf geht, so lange erstmal versuchen, die Quajutsu nach vorne stellen. Also, ist ja jetzt auch kein Problem. Versuch Nummer 6. Oder das passiert. Oder auch nicht. Ha! Ein Gardevoir hat mich einfach zu sehen. Das ist im Übrigen neben dem Maskagato das einzige aus dem Original-Paldea-Team. Der Rest ist alles von Home. Also sprich aus den anderen Editionen, die sogar vom 3DS kommen. Sprich nur vom Alola Raichu und vom Quajutsu, ne? Das ist unter anderem. Die das nicht wissen sollten. Also für die, die sich dann auf einmal wundern, warum hast du ein Alola Raichu auf deiner Edition? Das ist schon wieder nach einer Runde. Oh oh. Oh oh. Gut, Top-Trank. Ah, ich weiß, es gibt jetzt Top-Trank. Nicht, dass es halt direkt nach einer. Runde schon wieder auf. Das ist nicht gut für mich. Das ist nicht gut. Nicht gut. Regen. Scheiße, ja, Feuerattacken sinken, aber. Ne? Hypnose, 6 Mal. Mein Mikrofon steht so, dass ich das nicht sehe, ne? Das trifft endlich mal wieder. Gut, schon nicht so. Jetzt gucken wir. Jetzt Versuch Nummer 8. Gibt es eventuellerweise mit Aptos gleich? Nein. Gibt es nicht. So. Dann könnte es jetzt noch überholen. Ich glaube, Drodon und Rayquaza. Rayquaza habe ich 10 Versuche gebraucht. Drodon 13 Versuche. Und als nächstes würde es jetzt theoretisch vielleicht mit Rayquaza gleichziehen. Oder halt weniger als Rayquaza. Port immer noch, ist immer noch sogar Leo mit 67. Ich warte wirklich drauf, dass ich einmal es jetzt hier mit den Legendären so weit bringe, dass ich 100 Versuche brauche. Ich habe im Übrigen echt keinen Meisterball mehr. Der Meisterball ging fürs letzte Shiny drauf. Also nicht für das Voltoball, für das Hisui Voltoball, sondern für das Pokémon Core. Versuch Nummer 9 ist nichts geworden. Glaube ich, alle Stimmen leer sein. Hallo, mein Freund, schönen guten Abend. Hallo. Na, wie geht's? Ich bin hier gerade dabei, Legendäre mit Pokébällen zu fangen. Und möchte gerne nochmal rumprahlen, dass ich Kobalion mit einem Versuch mit Pokéball gefangen habe. Man hört mich leise reden. Oha. Okay, ich mach mal hier mein Mikrofon ein bisschen lauter. Ich hoffe, jetzt ist es hoffentlich ein kleines bisschen besser. Mach mal vielleicht mal die Musik hier für mich mal ein bisschen leiser, also zumindest die Switch. Oder du hast es wahrscheinlich leiser. Ah, okay, gut. Ja, dann hätte ich jetzt hier nicht am Mikrofon drehen müssen, ne? Aber jetzt ist. Warte mal, dann mach ich mal auf minus 8. Dann mach ich mal für mich ein bisschen lauter. Alles. So. Ich hoffe, jetzt ist es so in Ordnung. Ich will nicht gleich irgendwie ins Mikrofon schreien. Gut, das wird jetzt auch eh nicht mehr passieren, weil. Ich möchte noch mal ganz kurz, ne, wie gesagt. Da. Kobalion, 1 Versuch. Kobalion, 1 Versuch. So. Ich weiß, da gibt es da draußen welche, die mir das auch nachmachen können, aber ich will jetzt erstmal meine 5 Minuten haben, ja? Dankeschön. So. Ich wollte Hypnose machen, ja? Oh, es schläft schon bereits. Ups. Ja, toll. War ich jetzt voll ausgenutzt aus? Hat doch ein Feuersturm? Scheiße. Na, ich muss doppelt heilen. Ich muss doppelt heilen. Wie viel Mal habe ich es noch? Einmal habe ich es noch. Aber erstmal Top-Genesung. So. Verbrennung weg. KP wieder voll. Los geht's. Jetzt müsste doch Feuersturm mindestens 5 Mal eingesetzt worden sein.
Das meine ich jetzt mal zumindest. Mir, sonst geht's mir gut. Ne? Ein bisschen jetzt einen anderen Samstag gehabt als sonst. Eigentlich wäre ich jetzt nicht am Stream. Ich habe den Stream jetzt vor fast 4 Stunden spontan angeschmissen. Heute wäre ich eigentlich, ursprünglich wäre ich heute eigentlich gar nicht live, weil ich auf den Hund aufpassen würde. Das hat sich dann erledigt, weil die Hundehalter nicht fahren mussten. Dann wollte ich mit denen, das sind auch gute Freunde von mir, wollten wir uns heute treffen, wollten wir unterwegs irgendwas machen, abends am Spieleabend. Das hat sich auch leider erledigt. Gute Besserung an dieser Stelle an die beste Freundin, die jetzt leider krank geworden ist und deswegen wurde das auch heute abgesagt. Und ja, deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, lecker gegessen heute. Und dann habe ich mir gedacht, komm, schmeiß den Stream an. Gestern habe ich sowieso auch ein bisschen länger gemacht als, also ein anderes Format länger gemacht als eigentlich geplant. Wollte gestern eigentlich schon Sims 4 spielen, aber dann habe ich es nicht gemacht. Und dann habe ich jetzt heute gesagt, komm, jetzt ist Sims 4, aber sonst habe ich irgendwie den Samstag gut durchgebracht. Und sonst geht es mir eigentlich auch so einigermaßen gut, würde ich sagen. Ich kann gleich schon wieder hier nur, bin gleich hier nur am Heilen jetzt, ne? Und jetzt gerade mal nach 2 Stunden Sims, jetzt noch so ein bisschen 2 Stunden Pokémon. Habe ich mir gedacht, fange ich mal weiter die Legendären, die ich hier fangen will. Eigentlich war ich auf der Suche nach Necrozma. Necrozma habe ich nicht gefunden, dafür habe ich Reshiram gefunden. War auch gut. Ja. So, das ist Versuch Nummer 10. Zieht es mit Rayquaza gleich. 10 Versuche, das ist jetzt schon heute top. Probier es einmal. Okay. Ich wollte gestern mit Pixel Fortnite zocken, aber das Spiel wollte bei mir nicht. Update wollte es einfach nicht. Ah, ja. Das hatte ich ja mal mit Fall Guys auf der Switch. Da musste ich ja bei Fall Guys ja dann auf, wo ich ja auch mit Pixel und mit Lars von Nippon Travelers ja spielen wollte, musste ich auf die PC-Version zurückgreifen. Aber wer mich mal hier Fortnite spielen sehen will, der muss halt nur 750.000 Kanalpunkte verballern. Weil wir es auf der Switch spielen. Ja, so. Jetzt Hypnose! Ey, das ist ja jetzt noch schlimmer als bei sogar Leo. Mal ganz kurz klarstellen, ne? Sogar Leo. Gut, sogar Leo hat sich sogar selbst noch geschlagen, weil es entsprechende Attacken gemacht hat, ne? Aber Reshiram sorgt dafür gleich noch. Ich weiß nicht, wie viel die APs sind, ne? Also die Angriffspunkte. Wann wieder Vollgeist? Ja, gerne nächste Woche Samstag. Also da bin ich wieder live. Ja? Oder was habe ich für Freitag geplant? Ich weiß gar nicht. Wie kannst du denn nächste Woche, Chai? Also gefragt. Kannst du abends streamen? Kannst du abends streamen? Dann würde ich so Freitag, Samstag anpeilen. Um 11 auch nicht. Ich hoffe, die Schlafrunden sind jetzt länger. Abends, yeah. 2 Wochen melde ich mich komplett aus dem Leben ab. Dann wird erstmal Dragon's Dogma 2 gesuchtet. Willst du das dann auch streamen oder nur für dich spielen? Weil ich ja auch so langsam jetzt mal für mich mal wieder ein paar Spiele entdeckt habe, die ich nur für mich halt spiele. Ja, ich weiß nicht, 12 nicht. Gleich kommt Growdown-Rekord. Aber wann Mario Party 3? Wir haben ja zu viele Projekte. Ja, das stimmt. Ja, aber das läuft ja alles nicht weg, ne? Meine ja nur. Oh. Also. Und Reshiram pennt wieder. So. Versuch Nummer 13. Damit würde es jetzt mit Groudon gleichziehen, weil ich nämlich hier Groudon mit 13 Pokébällen gefangen habe. Bitte. Ah! Aber beim zweiten Versuch auch schon so. Zurzeit ist WoW mein Game für mich, nicht das dann Offstream. Ah, okay, ja, WoW. Ich bin, wie gesagt, WoW nie gespielt. Öfters mal bei Leuten gesehen, aber nie gespielt. Bin ja eher mit Flüff aufgewachsen.
So, das war jetzt übrigens der 14. Versuch. So, was würde jetzt kommen? Flikun mit 25 Versuche. Danke für dein Lurk-Chai. So, das heißt, jetzt würde der nächste Rekordball, also der nächste Punkt wäre jetzt Flikun. Und danach würden die 67 von sogar Leo kommen. So, 15 sind durch. Ja, aber so meine Offscreen-Games sind aktuell so ein bisschen Genshin Impact, was ich auch ab und zu mal vielleicht mal hier im Stream spiele. Und Pokémon Leuchtende Perle. Ich habe erst mit WoW 2021 angefangen. Ja gut. Ja, ich bin ja eher so die Fraktion, wie gesagt, Fluff gewesen, Fly for Fun. 2008 damit angefangen und ich habe so auch 2 Jahre intensiv gezockt. Dann irgendwann aufgehört. Letztes Jahr habe ich ja mal irgendwie eine Browser-Version mal angefangen, die halt besser war, weil dafür brauchst du keinen Klienten und so, einfach über einen Browser spielen gut ist. Wollte ich mal vielleicht auch mal wieder machen. Ich habe auch wieder zu viele Spiele, wo ich nicht weiß, wann ich die spielen soll. Deswegen ich mir auch schon längst ja da überlege, an Ostern einfach einen 12-Stunden-Stream zu machen und da dann mal diverse Spiele zu spielen. Da bin ich lange am Überlegen. Pokémon ist für mich erstmal auf Eis gelegt, ist aktuell zu langweilig. Ja, verständlich, ne? Also ich habe ja jetzt mit Pokémon Smaragd ein neues Projekt angefangen. Einfach normal durchzuspielen. Hier in Karmesin fange ich jetzt einfach alle Legendären mit den Pokébällen und mache noch nebenbei den Blaubeer-Decks durch. Und danach mal schauen, ne? Also was ich ja gerne noch vorhabe, ist Pokémon Schwert bzw. Pokémon Schild zu spielen. Weil ich das nur angespielt habe, aber nicht durchgespielt habe. Und ich will halt mindestens, und das ist so mein immer noch mein Ziel, alle Pokémon-Spiele durchgespielt haben. Alle Hauptspiele. Gesehen von Legenden und wie sie nicht alle heißen. So, ich bin jetzt schon 17. Versuch und geht nichts. Ja. Und jetzt ist wieder wach geworden. So. Und ab und zu tausche ich ja auch noch mit meinem besten Freund. Der hat ja Purpur, ich habe ja Karmesin. Ist jetzt Zeit für einen Top-Trank. Und ja, wir tauschen ab und zu mal und so kriege ich ja halt auch immer die Chance auf neue Pokédex-Einträge. Aber ich will mit ihm halt auch wieder in der Blaubeer-Akademie unter der Terra-Gruppe wieder ein paar solcher Missions machen, also Missionen machen, so diese Blaubeer-Punkte sammeln, damit ich ja halt auch noch die anderen legendären noch bekommen kann. Weil dieser Mr. Mumpf meckert ja rum, du brauchst noch eine Aufgabe mit noch in der Gruppendingens lösen. Komm schon, Gardevoir. Und aber auch wirklich echt die Musik für Reshiram ist richtig scheiße. Während halt, ne, bei Arctos, Zapdos, Lavados halt, Let's Go ist, ne? Mann! Was war mein Versuch Nummer 18? Versuch Nummer 2, Versuch Nummer 14 war das, ne? Und jetzt bei Versuch Nummer 18. Och, Menno. Ich kann schon mal so viel sagen, keins dieser Legendäre, die ich fange, kommt in einen Meisterball. Ich habe nämlich keine Meisterbälle mehr. Ja, sind alle für Shinies verballert. Würde man sagen, warum? Ja, ist halt gemacht. Ja. Den ersten Meisterball, den ich so hier im Game gekriegt habe, ging an einen Shiny Leufeo. Der letzte, den ich hatte, an Mopex. Nein, ein Shiny Mopex. Als ich eigentlich auf der Suche nach einem Shiny Hisui Voltoball war. Lockball beste. Ja. Denke ich nur nie dran. Weil ich direkt sage, Meisterball! Seitdem ich wieder mit Pokémon angefangen habe vor 9 Jahren, habe ich ja dann irgendwann, ich habe ja mit Omega Rubin ja wieder angefangen. Ich habe ja irgendwann wirklich eine Pause ja gemacht. Weil ich, wie gesagt, ja nicht mehr auch auf originaler Hardware spielen konnte.
Also ich habe ja Rubin Saphir ja mal auf Dingens gespielt, auf Emulator, war aber nicht so das Prickelnde, wie ich das halt haben wollte. Dann habe ich halt 2015, war das um den Dreh, da bin ich aus meiner letzten Beziehung auch rausgegangen. Jetzt versucht 20 im Übrigen, wie funktioniert. Habe ich dann mit Omega Rubin angefangen, habe ich mir die Edition gekauft, mir einen gebrauchten 3DS gekauft und habe dann angefangen und habe dann irgendwann, anstatt dann den Legendären mit dem Meisterball zu fangen, habe ich die mit Hyperbällen gefangen. Und dann immer wieder halt den harten Kampf immer aufgenommen. Und wenn ich wusste, es klappt nicht, okay, dann zur Sicherheit vielleicht dann doch mit einem Meisterball. Ja. Hat aber auch lange gedauert, bis ich dann mal wieder ein Shiny gesehen habe. Das ist Shiny, was ich ja hier in meinem Leben gesehen habe, bei einem Shiny Elektroball in der goldenen Edition. Den Moment werde ich nie vergessen. Heil ich erst oder... Das könnte jetzt gleich einfach ein Flammenwurf kommen und der könnte ein Volltreffer sein. Ein Elektro-Pokémon ist. Ah, ich wusste es! Und jetzt geht der Attacke daneben. Flammenwurf. Dann hatte ich es noch 8-mal noch. So, Versuch Nummer 21 im Übrigen jetzt. Also es nähert sich langsam dem Stand von Suicune, da habe ich 25 Versuche gebraucht. Vielleicht? Ah. Okay. Oh Gott, ich warte nur noch drauf, bis wirklich dann so ein Pokémon kommt, wo 100 dann kommt. 100 Versuche mit dem Pokéball. Das könnte jetzt auch sogar passieren, ne? Ich bin schon live 1,5 Stunden, okay. So. Und der Regen hat aufgehört, endlich. Oh, guck mal, der Mond. Der Mond! So, jetzt. Vollmond, komm! 22. Versuch. Was steht weiterhin? So, Nummer 23. Es ist wieder wach geworden. Sich derweil Gardevoir sich alles antun muss, ne? Das ist mir auch schon so ein bisschen leid, mein liebstes Gardevoir. Ja. Guck mal, jetzt ist so ein bisschen so ein Lauf, wo es halt direkt einschläft, wo Hypnose sofort trifft. Ich da mal ins Bett, dir noch viel Spaß und viel Erfolg, man hört sich. Ja, dir auch eine gute Nacht, einen schönen Sonntag und man schreibt sich, sieht sich, ja, meldet sich, je nachdem, ne? Bis dann und schön, und danke, dass du reingeschaut hast. So. Ich bin jetzt gerade aufgewacht, ne? So, tief, tief und fest. So. Nummer 24. Kann ja halt auch einfach passieren, der kommt ganz nah und dann klick drin. Ja, könnte auch passieren, jederzeit. Wie gesagt, wenn es dann nur noch Verzweifler macht. Oh, Suicune. Gleichgesetzt. Ja. Also jetzt noch 57. 47 Versuche, bis es dann sogar Leo überholt hat. Oh Gott, das könnte echt passieren, ne? Das könnte jetzt echt noch passieren. Ich hab ja jetzt noch knapp 392 Pokéball, also. Ja, so, Nummer 26. Stell mich drauf ein. Reshiram wird das nächste sogar Leo. Nee, nicht Wechsel. Ich wollte Top Trunk. Ich weiß, der nächste Flammenwurf geht wahrscheinlich drauf. Aber ich muss wie gesagt auch aufpassen, weil, ne, wenn die AP von Reshiram zu Ende sind, ich habe ja davor gespeichert, da bin ich auch Gott sei Dank froh drüber, dann wird es ein bisschen schwierig halt, ne?
Weil dann bringt es sich ja selbst um und dann hoffen wir natürlich, dass es weiterhin schläft. 27. Das kann hier Zusammenwurf gibt, ne? Dreimal versuchen, dreimal. Die Versuche habe ich noch. Muss ich wieder aufladen. So, das ist dann jetzt 28. Also das kann jetzt all night long gehen, ne? Ich glaube, ich rieche schon all night long. 5 Uhr morgens, ich werfe, hab 400 Versuche gebraucht oder so. 15 solcher Zettel schon durchgestrichen. Das wär's. Please not. So, es schläft immer noch. Alte klassische Methode. Ne, funktioniert auch nicht. Auf Versuch Nummer 29. Komm noch. Oh. 38 Versuche, da ist auch kein Problem, ne? Daneben. Okay. Naja, ob es jetzt ein Vorteil gleich sein wird, ob eventuellerweise Verzweifler helfen wird oder nicht, ich weiß es nicht. Es hat ja noch nicht mal bei Sogaleo geholfen, dass es ja diese Attacken hatte, mit denen es sich ja selbst ja verletzt. Ne? Es war ja nicht verwirrt, sondern es hat ja angegriffen und dann hat es sich ja selbst verletzt. Ne? So, versuchen wir mal 30 im Übrigen. 35. Da kommt schon Reshiram so langsam, sogar Leonir. So, riskier es nochmal, komm. Selbst wenn, ich schmeiße einen Toppeleber drauf und gut ist, dann setze ich so lange, wie ich ja schon gesagt, Quajutsu nach vorne. Oh, es geht los! Es geht los! Es geht los, Verzweifler! Wir sind in der Verzweiflerphase. Scheiße, ich muss aufladen. Wir sind in der Verzweiflerphase. Das heißt, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Reshiram hat keine Attacken mehr übrig. Fuck! Ich muss Hypnose machen. Ohohohohoho. Es hat nur noch die Hälfte, ne? Und es wird immer mehr. Das heißt, es ist wahrscheinlich der vorletzte Versuch, bis ich gleich resetten muss. So, Versuch Nummer 32. Hilft weiterhin. Gut, ich werde jetzt einen Top-Trank schmeißen. Und hoffen, dass es jetzt noch schläft. Ich habe nämlich Angst, wenn es jetzt gleich Verzweifler macht, dass es gleich ein K.O. ist. Hui. Oh, komm. 33. Oh oh. Schlag dich nicht so heftig, bitte schlag dich nicht so heftig, bitte schlag dich nicht. Ah! Ich glaube zweimal noch. Wenn es sich zweimal noch schlägt, ist es down. Zweimal noch. Oh Gott, das wird jetzt echt hart kritisch, ne? So, Versuch Nummer 34, komm. 34. Ach, Papa Stolz, komm. 34. Oder nicht? 35, komm. Ich werde 35 dieses Jahr. Der Gameboy wird 35 dieses Jahr. Das passt doch. Das ist ein guter Anlass. Bitte. Danke. Oh. Ja.
Ja, es waren 35 Versuche, Chai, und es war schon im Verzweiflerbereich. Also es hat schon Verzweifler eingesetzt. Hätte sich zweimal noch, glaube ich, geschlagen, dann wär's down gegangen, hätte ich resetten müssen. Drachefeuer. So. Siehst du? Nichts mehr. Nichts. Und es hatte halt nur noch. Wo sieht man das? Hier gar nicht, ne? EP sieht man. KP sieht man gar nicht, ne? Nee. KP sieht man hier nicht, ne? Nein. Erlernte Attacken. Nee. Ah, da. 56 von 221 KP. Boah. Das ist wirklich heftig. Alter, kann Treffer gut verkraften. Ich hätte nicht wissen wollen, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt mal eine Psychokinese draufgepackt hätte. Boi. Also es ist wirklich, das war wirklich knapp. Mach ich ja zur Sicherheit noch einmal. Weil das sind 35 Versuche gewesen jetzt, ne? Gute Zahl. So. Als Belohnung schnappe ich mir die TM, die dahinter war. Oh, Kaskade. Ja, apropos Wasserfall, ne? Wir suchen ja immer noch Necrozma. So. Ja, das ist kein... So. Da hinten sehe ich... Ne, da waren wir ja schon. Ich meine, ist hier irgendwo auch noch ein... Tja, wir sind schon direkt am Berg? Massiver Auflauf von Pokémon ist verschwunden. Oh, wir haben 0 Uhr. Aufläufe sind weg. Da bin ich. Nee, hier sieht es nicht mehr nach Wasserfällen aus. Nee, dann drehen wir mal um. Ah ja. Das war jetzt aber wirklich. Das war wirklich. Sowas von kurz vor knapp mit, lass mal gerade mal ganz kurz gucken, genau, da ist die große Stadt, da ist östliche Zone 1. Mal halt weiter nach Wasserfällen suchen, ne? Expedition Wasserfall. Ich bin auch schon so ein bisschen bescheuert. Aber mal gucken, ob wir es noch finden werden. Wenn wir es jetzt noch finden werden, dann ist es gut. Wenn nicht, dann ist jetzt auch nicht schlimm. Da haben wir für Mittwoch einen Platz. Ja. Aber was mir keiner nehmen kann, ist, wie gesagt, der Moment mit Kobalium. Ein Versuch und bam. Ja. Gut, hier ist auch so wie gut kein Wasser. Also, das kann ich ja auch komplett vergessen, ja. Ich fliege trotzdem weiter, südliche Zone 3. Bin ich eigentlich praktisch schon wieder Richtung nach Hause? Weiß auch nicht. Das kann vielleicht gleich wieder passieren, dass wir wieder ein Pokémon treffen, womit wir nicht gerechnet hätten, ne? Vielleicht hier so ein Lavados. Dann sage ich, ja gut, komm, Lavados. Schade, dass ich Dingens nicht aufgeschrieben habe, ne? Die Fanganzahl von Arktos. Das hat aber auch ein bisschen lange gedauert, ne? So. Ah, bin gegen den Berg gekommen. Schiete. Da ist aber auch ein bisschen Wasserfall, ne? Oder? Eigentlich nicht, ne? Auch nicht, ne? Wirkliche Zone 5. Wo haben wir denn Wasserfall? Da wäre ein Wasserfall, aber ich glaube nicht, dass da mit dieser Wasserfall gemeint wäre. Da hätte ich ja Necrozma schon vor Wochen gefunden. Weidon, tu mir das nächste Mal bitte einen Gefallen. Flieg schneller. Flieg wie eine Concorde. 8-2. Haben wir schon in Kanto. Hä?
Oh. Vielleicht hier oben irgendwo, ne? Ich auch nicht, ne? Da unten kann jetzt nicht einfach so ein Necrozma stehen. Auf keinen Fall. Warte mal. Achso, das ist ein Phlegmon. Wollte schon sagen. Oben vielleicht irgendwo? Nein. Nee. Das wäre schon sehr, sehr eigenartig. Was oben? Dann lande ich hier drauf, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist gar nichts, hier ist niemand. Hier könntest du auch richtig gut ein legendäres verstecken. Nein, was ist hier? Ein Gierspenst. Lul. Nach oben. Sieht nicht danach aus. Larvitar haben wir hier. Ach, so ein wildes Despota wäre sehr lustig. Ein Esel. Nebulak. Klar. Also könnten Pokémon sein, ne? Einfach so. Ach, das ist ein Trainer, ich wollte schon sagen. Hab ich schon so geguckt, so. Shiny? Vergessen, dann kann ich auch weiterfliegen. Wo wäre denn noch die Möglichkeit, wo würde noch die Möglichkeit bestehen? Da hinten zum Beispiel. Geht ja jetzt einfach so hin, das ist mir jetzt egal. Vielleicht finde ich gleich einfach noch so ein legendäres, wer weiß, ne? Es ist, everything is possible. You know that. That's because Pokémon. Da hinten sind gerade. Das dauert halt wieder gefühlt lange. Ich denke halt einfach mal einen Moment. So. Dahin. Machen wir dahin. Gell? So. Das mach ich. Da glaube ich aber auch noch sehr, sehr wichtig. Und nur so für zwei Videos. Okay. So. Nicht wundern über die beiden blauen Pokebälle. Das Lucario und das Tornupto. Also das Tornupto seht ihr ja, das ist das Hisui-Tornupto. Das Tornupto kommt ja aus der Hisui-Region, heißt also ehemaliges, also heute wäre es Sinnoh. Und die Pokebälle damals waren ja halt einfache Holzpokebälle und sind das halt so spezielle Bälle. Bälle. Und deswegen das ist dann halt andere. Ach, wenn jetzt hier einfach ein Necrozma steht, dann guckt mich an, ich bin ein Necrozma, ja. Ist gut, Gierspenst. Therapeut kommt gleich. Lauf wieder. Ein Gierspenst. Das ist ein. Nein. Das ist nein. Das ist einfach nein. Nein, nehmen wir nicht als Pokémon. Das ist aber schon nein. Das ist ein Trainer. Ja, da hinten, ne? Wasserfälle. Das heißt, da oben, ne? Ich sehe hier keinen Wasserfall. Also, wir haben ja hier irgendwo mal Latias gefunden. Ne?
Danke für deinen Lurk. Da ist ein Wasserfall, da ist ein Wasserfall und da ist ein Wasserfall. Das heißt, da noch ein Wasserfall, da ist auch noch ein Wasserfall. Das jetzt eventuellerweise könnte es gleich hier irgendwo stehen. Dann würde ich das noch nehmen. Das gleich sind dann die zwei Stunden voll. Wenn ich es gleich aber nicht mehr finden sollte, wenn die zwei Stunden voll sind, dann... Schauen wir mal. Ich habe ja schon vorher gesagt, wenn es 20 vor 12 ist, jetzt haben wir schon 8 nach. Da ist es nicht. Jetzt müssen wir eine ganz kurze Kurve machen. Aha, Wadi hat schon gelernt, ne? Wadi hat gelernt. Ich prall trotzdem gleich gegen ihn. Das wird nix. Oh, nicht hier. Reiben Sie bei... Ich wollte schon sagen. Nicht in meiner Anwesenheit, Anton. Nee, hier auch nicht. Oder ich habe nicht richtig geguckt. Nee, das sind Medite. Kopf. Chibi-Kopf. Achso, ein Chibi-Kopf war die. Gar kein Pokémon. War nicht hier sogar Ho-Oh? Ja? Mal gucken, wo wär denn noch ein Wasserfall? Na, gar nicht. Hier, wenn schon, ne? Am Schrein des entzweiten Eises, ne? Da wäre noch eine Möglichkeit. Aber danach müsste ich echt gucken. Danach müsste ich echt gucken. Ich lache jetzt, wenn gleich hier ein Pokémon steht. Ne, tut's nicht. So. Wo genau wollte ich jetzt hin? Oh, ein Dummetron. Oder auch nicht, keine Ahnung. Da geht's in die Höhle. Ah! Hier sind aber keine Sesso-Kids und keine Kronio-Wild, ne? Das muss ich halt auch nochmal bedenken. Er hat praktisch als Tipp gesagt, er hat ja noch Kronio-Wilds verjagt, ne? Mit seinem Geschrei, das sagte er ja, ne? Also ich müsste eigentlich jetzt noch ein paar Kronio-Wild sehen, aber ich sehe gerade gar kein Kronio-Wild. Cool, danke. Hier war Raikou. Und hier wäre auch nichts, ne? Nein. Hier war ja irgendwo Raikou. So. Hier war irgendwo Raikou. Hier kann es auch nicht gewesen sein. Oh, nee, ich guck gleich echt nach. Das ist aber ganz da oben. Das ist ein Lugia. Nein, da ist ein Gierspenst, selbstverständlich. Das ist so bescheuert, ey. Die Sache ist die, ich weiß gleich echt nicht, wohin noch. Necrozma ist nicht klein, Necrozma ist groß. Ja, ich suche wieder Legendäre. Ich habe schon 4 Stück gefangen heute. Das ist das Anton. ja, ich habe 4 Stück schon gefangen. Eins sogar mit einem Versuch. Mit einem Versuch. Hab leider aber noch keinen Clip davon gemacht. Das glaube ich auch jetzt schon gefühlt irgendwie eine Stunde her oder so. Ist es auch nicht, ne? Aber das sieht. Das könnte irgendwie so sein, ne?
Mit Pokébällen. Nur mit Pokébällen. Nur mit Pokébällen. Nur echt mit Pokébällen. Die sehen aus wie so riesen Köpfe, die, ne? Kann man so kurz erwähnen. Aber hier ist auch kein Necrozma. Wird's hier irgendwo stehen? Hier wäre noch eine Möglichkeit. Da wäre noch eine Möglichkeit, danach gucke ich nach. Danach schaue ich nach, wo es eventuellerweise wäre. Vielleicht lache ich, wenn ich wieder ein anderes finde. Ich kann ja gleich mal ganz kurz zeigen, welches Pokémon ich ja suche. Komm, das kann ich auch ganz kurz mal zeigen. Necrozma heißt. Necrozma. Schalt mal kurz um. Upsi. Das ist es. Das suche ich. Ne? Gibt es in der Abendmähne, Morgenschwingen und Ultra-Necrozma. Aber das ist halt für so Ultrasonne, Ultramond, Sonne, Mond. Und das suche ich eigentlich. Ja, und steht anscheinend, ja. Jetzt habe ich schon gelesen, wo es ist. Egal, ich gucke trotzdem danach. So. Und ja. Knusperwaldweg gelesen, aber glaube ich nicht. Eigentlich ist hier der Knusperwald. Nee, dann ist es wahrscheinlich echt da, ne? Da habe ich gar nicht nachgeguckt, ne? Oh, nee. Ja, ich habe jetzt schon nachgeguckt, ne? Knusperwald, ja, scheiße. Man findet immer die, mit denen man nicht rechnet. Ja, ich habe Reshiram vorhin gefunden. Habe 35 Versuche gebraucht, aber gut, ich kannte mich da nicht annehmen. Oh. Ist hier jetzt auch ein. Ist hier ein Münchner? Das ist nicht. Hier ist es tatsächlich nicht. Ja, dann bleibt mir ja nur der Knusperwald nur noch übrig, ne? Wo ist denn der Wald? Oh, Flabébé. Nierhain. Nein! Da oben? Hätte ich überhaupt nicht gesucht. Ja, da steht wieder ein. Wo ich denn da jetzt hin? Muss im Übrigen noch eine. Dann wäre das hier. Ah, ich wollte es nicht wegmachen. Dann wäre das hier. Da muss ich hin. Und hoch. Und hoch. Da ist er auf diesem Hügel da. Das ist irgendwo. Ich überhaupt nicht nachgeguckt, ne? Hier? Nein, hier ist es nicht. Moment mal. Ne, da ist es nicht. Moment! Ah ne. Wollte schon sagen.
Hier ist ein Wasserfall. Da ist es! Da ist es! Necrozma! So. Ich mach grad ganz kurz nach. Nein, nicht du, Lucario. Bericht. Alles voll, das ist sehr schön. Ich gehe mal kurz runter. Nochmal hier, speichern. Oh. So, let's Pokémon für heute. Dann wollen wir mal. Mal los. Er sieht halt Level 70. Jetzt könnte man natürlich sagen, Buddy, du kannst sie doch einmal schlagen. Ich habe das Gefühl, ich kenne manche Typen nicht, auch wenn ich bei PokéWiki nachgucken könnte, aber dennoch könnte auch ein Volltreffer passieren und dann halt, ne? So, erster Versuch. Ausgebrochen. Falls es gar nicht laufen sollte, ich habe noch 3 Ultrabälle mit dabei, ne? Das ließ sich ja früher auch nicht. Was hat das gerade für eine Attacke gemacht? Ich hab gerade nicht drauf geachtet. Ah, da geht's schon daneben. Da geht's schon daneben. Juwelenkraft. Oh, fuck. Ah, nee, ist normal effektiv, genau. Aber ich warte halt auch hier drauf, bis es halt dann eventuell, wie vorhin fast Reshiram Verzweifler gemacht hat. Wenn es Verzweifler macht, dann haut es nur noch um sich herum, weil es keine Attacken mehr hat. Aber wer weiß. So, Versuch Nummer 2. Das hat schon mal gewackelt. Das ist schon mal... Das ist schon mal ein bisschen mehr als beim ersten, ne? Nummer 3 hat auch nicht funktioniert. Und Necrozma ist wieder wach. Juwelenkraft. Gut, habe ich schon vorher gesehen. Was war das mit der Attacke mit den Steinen? Was war das? Ich gar nicht drauf geachtet. Ich überhaupt gar nicht drauf geachtet. Versuch Nummer 4. Wie bei 2. Aber auch nicht besser. So. Das sieht ja, wie viele Pokébälle ich noch habe. Also, es kann wirklich sich in die Länge ziehen. Das kann aber auch ganz schnell vorbeigehen. So, hat schon mal Dakuma überholt. So, Kobalion und Dakuma. Kobalion, der nur ein Versuch war. Das ist doch nicht bescheuert. Ey. Ich muss gleich echt die Stelle suchen und dann Clip machen. Echt, ey. Das ist wirklich, das muss ich dir echt machen. Felswurf war das. Aha. Sieht auch schon mal nach. Der Bitter 30 Level Unterschied. Schon wieder Volltreffer. Alter, 3-mal. 4-mal. 5-mal ist Maximum. Trifft nicht gleich krank. Da haben wir recht. Ich will jetzt nochmal angreifen mit Eisenabwehr. Okay. Also, wir könnten theoretisch bei Necrozma sogar sagen, wir greifen einmal an, wenn nämlich dann Eisenabwehr gar nicht mehr geht. Ja. Und dann ist die Verteidigung so weit oben, dass wir es halt nicht mehr angreifen können. Scheiße, ich hab Kopfkram einsetzen sollen, ne? Das wird schon. Ich glaube schon wieder nicht. Meine Güte, das war heute da auch das 5. Pokémon, ne? Mehr als letzten beiden Malen, da haben wir ja auch 5 gefangen. Bei den letzten beiden Sessions. Bei der letzten war es sogar Leo und Suicune. Sogar Leo halt, wie gesagt, Rekordhalter mit 67 Versuchen. Suicune mit 25. Davor war es ja dann Rayquaza mit 10, Ho-Oh mit 6 und Groudon mit 13. Und jetzt haben wir halt Dakuma mit 3, Kobalion mit 1, Zapdos mit 8, Reshiram 35. Und Necrozma aktuell mit 7 Versuchen. Daher, dass es schon wieder regnet, kotzt mich das gerade an.
Kraft nähert sich jetzt mit Vasa. So, es macht wieder Eisenabwehr. Ich weiß gar nicht, ich will es nicht mal probieren. Ne? Also ich will halt einfach, also irgendwann wird es halt, wie gesagt, wenn die Attacken leer sind, wird es halt irgendwann Verzweifler machen. Dann spielt es wieder auf Zeit. Haben wir jetzt ja ein, zwei Mal gehabt. Bei einem Pokémon halt, weil es Attacken eingesetzt hat, was ja auch sich selbst schlägt. Das ist halt ja heftig, heftiger Attack. Versuch Nummer 9. Oh, mein Kuli will nicht mehr. Doch, will noch. Alter. Das ist das erste Mal, dass es fast drin geblieben ist, ne? Regner aufgehört, sehr gut. Das war Versuch Nummer 10. Somit Rayquaza überholt. Und Ho-Oh auch schon. Und Zapdos. So. Hey, nein! Ach, scheiße! Jetzt wird es wahrscheinlich gleich aufwachen. Das heißt, wir haben eine Chance mit dem Ball. Jetzt ist es aufgewacht. Das macht wieder Eisenabwehr. Ich weiß nicht, wie viel mal die Attacken da sind. Also irgendwann wird da ja stehen, Necrozma hat keine Attacken mehr. Deswegen hoffen wir und bangen wir einfach mal. Das kann es ja halt auch sein. So, Necrozma ist eingeschlafen. Necrozma, schnell kriegen. Versuch Nummer 12. Das ist aber Vorrat. Das ist nicht sehr effektiv, ne? Aber ich glaube, ich setze trotzdem meinen Top-Trank ein. So. Dann wird noch der Tag kommen, wo ich in Karmesin noch die ganzen Tricke kaufen muss. Wieder mal. Ist schon lange her. Willenkraft. Normal effektiv. Greift aber nicht nochmal. Aber Hypnose geht daneben. Eisenabwehr geht dann. Ha! Das Limit ist erreicht. Eisenabwehr geht nicht mehr. Die Verteidigung von Necrozma ist erhöht. Ich könnte Necrozma jetzt angreifen. Theoretisch wäre es natürlich so. Jetzt gerade nochmal schauen. Was ist es nochmal für ein Typ? Psychostahl. Nee. Psycho ist es nur. Ja gut, da würde dann ja eine Psychokinese nicht viel bringen. Ich könnte fünfmal. Nein. Wir machen es ganz normal wie mit den anderen. Bis es wie gesagt irgendwann anfängt, Verzweifler zu machen, dann müssen wir wie gesagt mit der Zeit kämpfen. So, damit ist jetzt auch Rodon überholt worden. Ach ja, Necrozma ist ja wie sogar Leo aus der 6. Gen. Und geradewegs sogar Leo hat eine hohe Latte gesetzt. 67 Versuche. Mit einem Restart. Ja. Und das ist schon mal etwas. So, Eisenabwehr geht weiterhin nicht, weil Verteidigung das Maximale erreicht hat, was geht. Anderen Attacken gehen auch noch, keine Ahnung, wie viele die noch haben. Das schwerft tief und fährst. So, 15 Versuche, sind wir schon durch. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass Necrozma halt jetzt so 3 bis 4 Runden durchschläft.
Um es natürlich einfacher zu machen. Oh, ne. Na, wenn man das erwähnt, Felswurf kommt schon wieder. Ah, hat nicht funktioniert. Selbst diese Attacke. Ah, ne. Oh, jetzt werfe ich so einen Pokéball. Egal, vielleicht funktioniert es, ne? Wer weiß. Er hat's nicht. Wäre ja, schön gewesen. So. Das war ein Volltreffer. Also schöner Volltreffer, aber wirklich schöner Volltreffer. Schöner Volltreffer. Schön. So. 364. Guck mal, ich habe für jeden Tag noch ein Pokéball übrig. Nicht mal mehr. Bei vielen ja noch. Bei Pokéball. Wir haben 366. 365 Tage sind noch 366. So, das war ein Strich, ne? Das waren jetzt 18 Versuche. Das ist jetzt Versuch Nummer 19. So, es können jetzt 5 Mal treffen. Da kann ich die Augen nicht aufmachen. Was, was, Maximum? 5 Mal. Ich würde jetzt am liebsten mal so eine Psychokinese raushauen. Nein, mach ich nicht. Ich soll gleich selbst Verzweifler einsetzen. Und ich habe das Gefühl, wir werden einmal hier ein Reset gebrauchen. Das ist so meine Intuition, vor allem, weil wir ein Pokémon schon aus dieser Generation haben. Das ist sogar Leo. Und da brauchte ich schon ein Reset und 67 Versuche. So, das war jetzt im Übrigen der 20. Also haben wir noch 47, ne? Bis bei sogar Leo angekommen ist. So, ich werde trotzdem aus Sicherheitsgründen Top Trank wieder einsetzen. Weil eventuellerweise könnte Facebook ja wiederkommen. Das ist das letzte Mal gewesen, das glaube ich aber nicht. Gerade ich nicht bei solchen Attacken. Ich schätze mal 20 Mal hat es das. Windkraft. Cosma ist leichter einschläfern zu lassen als Rishiram, ne? Gucken wir mal auf. 21. Ah. 22. Auch nicht. Eventuell dann 23. Ich kann jetzt einfach hinter. So 3 bis 4 Pokébälle kann ich einfach hinterher schmeißen. Oh ne, schade. In dieser Runde waren es 3. 3 Bälle, die ich mir abschmeißen kann. Das war Volkswurf. Wenn ich Glück habe, Minimum 2. Wenn ich Pech habe, 5. Maximal 5. Oh. Trifft nicht. Das ist nicht gut. Trifft schon wieder nicht. Oh. Habe ich da etwa einen Satz gesagt, den ich nicht hätte sagen sollen dürfen? Ach, scheiße. Und wieder muss ein Top-Äther ran. Macht ja, ein Top-Äther macht die maximale Anzahl der AP wieder einer Attacke voll. Die bei 0 ist, selbstverständlich. Setzt nie einen Top-8 ein, wenn ihr noch 5 Versuche habt. Direkt Kraftvorrat, ja, ist nicht sehr effektiv. Ne? Das ist eine Psycho-Attacke, so wie ich es bemerke. Psycho oder Fee, ich glaube eher aber Psycho, weil es Kraftvorrat heißt. Aber naja. So. Ja. So, lalala. Pokéball Nummer 24. Geht nicht. Ich wieder 3 hintereinander, vielleicht sogar 4, ich weiß es nicht, sehen wir gleich. Jawoll, 25! Adventskalender voll, ja. Oh, 25, damit mit Suicune gleichgezogen. Oh, heftig.
So, schauen wir uns das mal an. Oh, es hätte noch, sag ich ja, ja, Juwelenkraft. Felswurf sogar nur 10 Mal. Juwelenkraft wäre halt lange gewesen. Vorrat, ja gut. Eisenabwehr sogar 15 Mal, ne? Also es hat wahrscheinlich irgendwie 3-4 Mal eingesetzt und mehr ging nicht. Ne? Also es hätte noch ein bisschen gedauert. Wahrscheinlich noch, wenn es so weitergegangen wäre, bestimmt noch 20 Minuten und dann erst wäre die Verzweiflerphase gekommen. Aber wir haben gut Glück gehabt, ne? Ich mal einfach mal klarstellen, so, nächstgelegenes Pokémon-Center, bitte. Boxen waren wir schon. Nächstgelegenes Pokémon-Center, bitte. Das ist hier in der nördlichen Zone, scheiße. Naja. Ist aber das nächstgelegene Pokémon-Center. Ich sag ja, 5 Legendäre heute gefangen. Dakuma, Kobalium, Zapdos, Reshiram und Necrozma. Und bei Kobalium ist das passiert, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Bei so einem Legendären, wenn ich einen einfachen Ball schmeiße wie ein Pokéball, ist es beim ersten Mal drin geblieben. Ich muss mir gleich den Ausschnitt nochmal raussuchen. Das muss ich gleich noch machen. So, ich aber mache jetzt erstmal gespeichern. Ich gehe speichern. Oh, hätte ich echt nicht gedacht, Leute. Es hat heute wieder so viel Spaß gemacht, ne? Weiß, es gibt. Oh, bei Zapdos muss ich immer an jedes Pokémon-Let's Play denken. Ich kann mich auch nur noch vage dran erinnern. So ein bisschen halt noch. Aber, ja. Ist auch schon nicht mehr so viel. Ich habe noch im Hintergrund. Gut, mal wir hier kommen. So. Okay, so, meine Lieben. Die Musik ist im Hintergrund. Die hört ihr gerade aktuell nicht. Die stelle ich gerade ein. Moment. So, jetzt ist sie eingestellt. Ja! Stimmt, ne? Es ist schon lange her. Kann ich mich noch dran erinnern, wie er damals Pokémon gespielt hat. Das habe ich mir dann ja auch angeguckt damals bei Rocket Beans TV. Lang ist's her. Das ist die Liste von heute. Und Mittwoch wird fortgesetzt. Also, ich find's cool. Hätte ich echt nicht gedacht, ey. Ja, das hätte ich echt nicht gedacht, Freunde. Ja. Also, ich habe insgesamt heute wie viele Pokébälle verballert? 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 plus 25 sind 39. Boah, zu viele. Er hat mit Rot angefangen und dann das Remake gespielt wegen dem Beutel. Ja, glaube ich auch. Ja. Nun gut, aber genug Pokébälle habe ich heute verballert. Das ist schon mal etwas, womit ich selbst nicht gerechnet hätte. Und wir raiden jetzt mal zum Good Day, der gerade Geogesser mit ein paar Leuten spielt. Bleibt mal beim Guti dran. Da gibt es viele interaktive Sachen, die wir eigentlich auch mal wieder machen müssen. Wie zum Beispiel, ist wieder so laut für mich, ne? Müssten wir auch mal bald wieder machen. Morgen geht es natürlich direkt ganz planmäßig nochmal weiter. Also wir sehen uns morgen Abend schon um 19.45 Uhr wieder. Dann gibt es wieder News, Sportnews genauer gesagt, weil Sonntag ist ja Update-Sporttag. Gibt es dann um 19.45 Uhr und Pokémon gibt es dann nächste Woche wieder, zumindest Karmesin am Mittwoch. Das kann ich schon mal sagen. Wochenplan wird auch noch morgen erscheinen. Also, ja. Ich mache jetzt erstmal Feierabend, wünsche euch noch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Oder in gut 19 Stunden. Also ist nicht mehr lang. Bis dahin, eine gute Nacht, haut's rein. Tschüss.